Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin schon on the road. Wir haben kurz nach 9. Mein Mann hat heute Homeoffice. Und ja, ich habe jetzt gesagt, ich ziehe jetzt alleine los, weil sonst muss er seine Mittagspause vorverlegen. Das ist immer doof. Deswegen mache ich jetzt im Prinzip alles alleine. Ganz gechillt aber. So, ich muss zum Lidl, zum Aldi, zur Post, zum DM. Irgendwas stand noch auf der Liste. Ach, zu meiner Wohngesellschaft, genau, die Verträge, die wir unterschrieben haben, die habe ich jetzt eingepackt, die müssen dort eingeworfen werden, eigentlich nur. Beim DM brauche ich auch nur 2 Sachen, geplant. Und beim Lidl eigentlich auch nur unsere grünen Spinatnudeln, denn wir wollen heute mal wieder das HelloFresh-Rezept machen. Kennt ihr mittlerweile schon, ich habe es schon so oft gezeigt. Ja, und Aldi brauche ich so ein paar Kleinigkeiten, genau. Jetzt probiere ich mal, das hier dran zu machen. Das habe ich ja bestellt hier extra fürs Auto. Ich habe ja jetzt die ganze Zeit so ein Ding hier gehabt, wo ich hier das Handy reingesteckt habe. Das ist ja diese Anti-Rutschmatte und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert in der Vergangenheit. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das wackelt zu oft. Das Handy fällt sehr oft so nach vorne, nach hinten. Und deswegen wollte ich mal sowas Stabiles haben. Das kann man entweder auf die Armatur oder aufs Glas halt eben machen. Ich probiere das jetzt gerade mal aus und guck mal, ob das Ganze was taugt. So, funktioniert eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Ich kann es auch eigentlich noch ganz gut verstellen, immer zur Seite. Okay. Probieren wir mal, testen wir mal. Vielleicht müsste ich es noch ein Stück nach hinten machen, oder bin ich zu weit vorne? Zu weit? Keine Ahnung. So, ich mache mich mal los. Ich glaube, ich werde euch dann einfach, wenn ich wieder zu Hause bin, einen kleinen Food-Haul machen. Genau. Ach Gott, ich bin schon wieder so vergesslich. Unglaublich. Ich habe mir heute Morgen eine gute lange Liste gemacht, was ich heute alles zu tun habe. Und irgendwas wollte ich euch erzählen. Jetzt weiß ich schon wieder nicht was. Das ist echt nicht normal. Wirklich. Also Vergesslichkeit auf dem höchsten Punkt überhaupt. Ich weiß nicht, wie schlimm das noch werden könnte. Naja, ich habe heute auf jeden Fall eine sehr lange To-Do-Liste. Gerade was die Arbeit betrifft. Ich muss viel drehen. Ich muss viel produzieren einfach mit Schneiden, Machen, Tun, was weiß ich. Also heute ist wirklich ganz, ganz, ganz viel zu tun. Und auch so halt diese Zwischensachen, die ich ja jetzt sowieso habe. Jetzt überlege ich, wo fahre ich als erstes am gescheitesten hin? Eigentlich theoretisch zum DM. Als letztes muss ich dahin, wo ich jetzt gerade hin wollte. Oh, Amanda. Das ist anscheinend noch zu früh für mich. Yay, schaut mal, ich fahre um die Kurve und bremse und mache und tue. Und ihr kippt nicht. Sehr gut, das freut mich. Oh Gott. Also ich denke, dieses Ding ist schon mal ganz gut. Das einzige Blöde, wenn man die Handys bei sowas einspannt, ist es immer blöd, wenn man hinten dieses runde Ding hat, womit man das Handy halt, die größeren Handys besser festhalten kann, diese Ringe da, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und dadurch, dass es ja immer so ein Stück absteht, kann man das Handy nicht so richtig gut da reinklemmen. Also das ist gerade so zu 80% reingeklemmt, aber es hält. Ich hoffe, dass es nicht einmal durchs Auto fliegt. Ich benutze übrigens immer noch nicht, Leute, das ist echt nicht witzig, ich benutze immer noch nicht mein iPhone. Also ich benutze es schon, aber nicht zu 100%, so wie ich sollte. Okay, ich glaube, das Ding ist auf jeden Fall gut. Ich werde das auf jeden Fall erst einmal behalten, weil das ist 100% besser als diese Geschichte hier. Das werde ich, glaube ich, auch wegschmeißen. Das ist voll vergilbt, es war mal durchsichtig. Sodele. Jetzt mache ich mich mal schnell in den DM rein, hol die paar Sachen. Soll ich mir eine Tasche am besten direkt mitnehmen? Ja. Hier gibt es eine neue Duschgel-Sorte von Balea. Die riecht richtig, richtig lecker. Erdbeere, aber auch mit Himbeeren. Also mega genial. Die probiere ich mal, nehme ich auf jeden Fall mit. So, für den Lias muss auch mal eine neue Zahnbürste mit. Und ich finde die eigentlich richtig süß mit der Biene Maya. Dann hat er auch immer irgendwie was, wo man ihn ablenken kann. Deswegen, ich nehme die hier mal mit.
Dann wie immer mein Immunstark. Ohne das funktioniert es nicht. Ich habe übrigens auch vom Frauenarzt noch gar keinen Anruf bekommen. Heute ist ja Mittwoch. Dass ich irgendwie, ja, wegen dem Zuckertest, also ich habe noch keinen Anruf bekommen. Deswegen denke ich, dass alles in Ordnung ist. Das letzte Mal beim Lias hatte ich nämlich einen Anruf bekommen, dass ich ein paar Vitaminmangel hatte, Eisen und Co. Und ich trinke ja das hier jeden Morgen und diesmal ist anscheinend nichts. Also ich denke, dass das auf jeden Fall sehr, sehr gut hilft, vor allen Dingen in der Schwangerschaft. Aber auch so grundsätzlich finde ich die sensationell gut. Ich werde die auch nach der Schwangerschaft weiter trinken. So, dann im Auto haben wir immer hier diese Emoikal Kinderbonbons. Und die sind jetzt, ich glaube, da ist nur noch einer da, deswegen kommt das hier auf jeden Fall mal mit. Genauso wie Ovomaltine. Ich bin momentan ein bisschen extrem süchtig geworden. Deswegen kommt auch hier mal wieder ein Glas mit. So, dann auch Mülleimerbeutel. Man sieht schon, es wird auf jeden Fall irgendwie immer mehr, als ich geplant habe. Die hier mögen wir ganz gerne mit diesem Zugband. Das kann man dann nämlich immer ganz gut zuziehen und zum Müll bringen. Von Profissimo, der Eigenmarke. Die sind toll und günstig, da kann man echt nichts sagen. Ja, die kommen einmal mit. Und einmal von Ebelin die großen XXL Wattepads, die Maxi Wattepads, so rum. Genau, nehme ich jetzt mal eine Packung mit. Ich glaube, ich habe nämlich aktuell nur noch eine auf Reserve, deswegen eine nehme ich mal mit. Genau wie von Carefree meine Slip-Einlagen, da habe ich nämlich auch gerade die letzte Packung geöffnet, deswegen kommt da auch wieder eine mit. Die hier benutze ich übrigens immer, Carefree plus Large mit frischer Duft. Und einmal von Sanft und Sicher das feuchte Toilettenpapier Deluxe. Da haben wir, glaube ich, auch nur noch eins auf Reserve, deswegen nehme ich mal eins mit. Dann die berühmten Schmutzradierer, wovon ich ja nur noch berichte. Ich habe tatsächlich nur noch eins von diesen Radierer, weil ich ja wirklich meine komplette Wohnung damit auseinandergenommen habe. Deswegen werde ich jetzt mal eine Packung wieder mitnehmen. Wie gesagt, ich habe nur noch eins von diesen Radierern zu Hause. Die sind einfach die besten, die besten. Und ganz viele von euch haben mir auch geschrieben, dass sie schon von verschiedenen Marken das Ganze ausprobiert haben und dass die hier von Profissimo wirklich einer der besten sein sollen. Also ihr müsst da keine teuren holen von Veleda und Co. Die tun es total. Also ich habe damit die positivsten Erfahrungen ever gemacht. Die XXL Tücherbox von Soft und Sicher darf auch nicht fehlen. Das sind die hier oben, haben auch schöne Modelle. Ich mag das immer, wenn die schön verziert sind. Oh Gott, völlig uninteressant. Aber davon haben wir jetzt auch die letzte Packung gerade aufgemacht und keins mehr auf Reserve. Deswegen kommt es mal mit, weil das muss immer, 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 immer zu Hause sein. Das sind einfach die besten, richtig groß, reißfest. Das sind die besten Taschentücher überhaupt. So, dann brauchen wir für unser WC wieder so einen frischen Duft. Und ich werde jetzt wieder zum altbewährten Greifen von Denke mit. Ich habe nämlich die letzte Zeit immer mal wieder was anderes mitgenommen, auch von diesen teureren Sachen, aber die sind wirklich gut. Das ist ein Dreier-Set, die halten lange, die duften gut, da kann man echt nichts falsch machen. Und ich suche eigentlich auch noch unsere Trockentücher für den Wäschetrockner, aber irgendwie, I don't know, ich sehe sie nicht. Ich bin entweder gerade extrem blind, aber ich sehe sie leider nicht, das sei denn, die gibt es hier nicht. So, ich brauche ganz dringend noch mehr von diesen Kindersicherungen und es gibt ja hier zahlreiche Sachen. Ich habe schon fast alles ausprobiert. Leute, das hier sind die besten. Deswegen, die kommen jetzt einmal mit. Und auch von Frosch, der Spülreiniger, hier die Ersatzpackung, also die beiden Sachen. Gott sei Dank habe ich dran gedacht. Ganz wichtig, der Lias macht momentan echt alles auf. Deswegen, die brauchen wir ganz, ganz dringend. Dann einmal Wickelunterlagen und wir brauchen auch noch Pampers bzw. Windeln, sagen wir es mal so. Und zwar von den Nacht haben wir noch genug. Ich werde jetzt hier einmal so ein Jumbo-Paket mitnehmen von den Viererwindeln. Die brauchen wir immer noch. Genau. So, für den Lias habe ich jetzt noch mal ein paar Gläschen eingepackt, ein paar Quetschis eingepackt, ein paar Riegel eingepackt und auch unsere Milch. Das ist ja immer noch diese hier ab 12 Monaten von Bio, von HIP, die Bio-Variante. Genau. Oh mein Gott, wie hübsch sind bitte diese Passporthüllen. Richtig, richtig genial. Weltenbummler, richtig hübsch. Ich habe so viele schon zu Hause, deswegen nehme ich jetzt nicht mit, aber ich wollte es euch mal gezeigt haben. Richtig hübsche Sachen hier grundsätzlich. Ich liebe ja diese Aufsteller, wo immer irgendwie so Zeugs drauf ist. Da könnte man immer direkt zuschlagen. So, bei den ganzen Miniaturgrößen brauchte ich diese zwei Sachen. Einmal feuchtes Toilettenpapier in klein für unterwegs und dann diese HIP-Hände und Gesichtstücher. Die finde ich für unterwegs sehr, sehr praktisch, weil man das ja doch öfter auf und zu macht, dass dieser Kleber nicht irgendwann nicht mehr klebt, hat man hier eben diese Verschlusskappe. Und das finde ich sehr, sehr praktisch für unterwegs. Und das war's auch. Der Wagen ist voll. Jetzt geht's mal ab zur Kasse. Oh,
Und das kommt dabei heraus, wenn ich sage, ich gehe mal kurz in die DM und kaufe nur ein, zwei Sachen. Ich werde mich niemals bessern. Ich bin einfach eine Katastrophe. Katastrophe. So, jetzt bin ich beim Lidl und schau mal nach diesen Nudeln. Und ich habe hier gerade mal meine Tüte ausgepackt, meine Tasche von Fitwear. Wie schön ist die bitte? Da war ja, das war ja unsere Goodie Bag. Die gibt es aber auch immer mal wieder gratis. Sage ich euch das nächste Mal Bescheid, wenn es die wieder gibt. Voll, voll hübsch ist die. Schaut mal, weil ich immer wieder gefragt werde. So sehen die Packungen aus und ihr müsst da wirklich kramen, dass ihr mal die findet. Also da sind meistens nur ein, zwei Packungen zwischen diesen ganzen Dingern dazwischen. Ja, aber die sind so, so, so lecker und die benutzen wir immer für unser HelloFresh-Rezept. Da sind sie, meine Schokokrossis in Weiß, unglaublich. Es hatten mir viele von euch geschrieben, dass es die hier im Lidl noch gibt. Lustig, dass sie im Rewe das alles rausgenommen haben, finde ich richtig strange. Aber gut zu wissen, das nächste Mal muss ich dann nicht online bestellen, sondern kann die hier holen. Ja, also danke an alle, die mir das geschrieben haben. Ich bin ja tatsächlich nicht so oft im Lidl, ich bin ja eher im Aldi unterwegs, deswegen, ja. So, next up, Rewe Center. Hier brauche ich aber tatsächlich nichts. Ich muss nur ein Paket zurückgeben. Und hier gibt es so eine Poststation. Und dann geht es als letzter Step ab zum Aldi. So, fertig mit dem Einkauf. Ich glaube, ich muss euch gar nicht großartig ein Haul zeigen. Eigentlich wie immer Brot und Käse, Eier, ja, Chips, Wurst. Ich habe hier mal diesen Käse wieder mitgenommen. Der Lias isst kein Scheibenkäse mehr so richtig. Also schon, aber ich will ihm mal wieder seine Würfel anbieten. Dann brauchen wir ja dieses Püree für unser Gericht jetzt gleich. Und hier habe ich so ein bisschen Obst mitgenommen. Und ja, also wie ihr seht, jetzt nichts Besonderes. Deswegen ja, habt ihr einen Überblick. Das ist der schnelle Food Hall. So, ich bin endlich wieder zu Hause. DM habe ich euch gezeigt, Aldi habe ich euch gezeigt, Elias hat direkt hier mal seine Tüte rausgeholt, der weiß genau, wenn ich komme, habe ich eine Brezel für ihn mit dabei. Und das war das, was ich nur im Lidl gekauft habe, nein, das war auch noch vom Aldi, ich habe hier einmal so Cinemaze geholt, hatte ich voll Lust drauf. Dann der Kaffee von meinem Mann war leer gewesen, Buenos. Dann mein Lieblingseis, Wassermelone, war im Angebot und das letzte habe ich noch abgegriffen, richtig gut. Und dann natürlich diese Nudeln, die wir jetzt nachmittags dann machen. Ja, ich würde sagen, es wird alles mal eine Runde verräumt. Und dann mache ich mich ab an die Arbeit. So, ich bin dabei, gerade das Rezept zu kochen, aber ich habe es euch ja jetzt schon so oft gezeigt. Aber ich weiß, es werden Fragen kommen, deswegen nochmal im Schnelldurchlauf. Hähnchen oder Putenbrust einfach ein bisschen anbraten. Wenn das soweit angebraten ist, dass ihr es gut findet, kommt eben das klein gehackte Püree mit dazu. Also einfach in Scheiben schneiden und dann mit in die Pfanne direkt dazugeben und das Ganze anbraten, bis es ein bisschen ja, weich geworden ist. Dann kommt Creme Fraiche dazu, als Soße sozusagen. Und die Gewürze sind Pfeffer, Salz. Ich mache halt eben noch Vegetar rein und ein bisschen Paprikapulver. Muss man aber nicht. Das sind so meine Sachen, die ich mache. Das, was ursprünglich von HelloFresh gewesen ist, war halt eben Pfeffer, Salz und ganz viel Muskatnuss. Genau. Und das hatte ich euch ja vorhin gezeigt. Die werden auch einfach in Wasser abgekocht. Wirklich nur so 6 bis 8 Minuten circa. Und dann praktisch dazugegeben, alles vermengt und fertig. Ein genaues Rezept habe ich leider nicht, wie viel Pfeffer, Salz, Muskat, weil ich mache das immer dann einfach rein und schmecke das ab und gebe dann halt was dazu und ja, deswegen mehr kann ich euch da leider nicht sagen, aber das ja, ist eigentlich schon das schnelle Rezept. Kleiner Tipp von mir, das habe ich die letzten Mal immer so gemacht, wenn das hier fertig ist, schiebe ich das immer zur Seite und gebe dann das Creme Fraiche rein, dass das erstmal schön warm werden kann, schmelzen kann. Dann würze ich das Ganze nämlich und schmecke das immer wieder ab. Wenn ich meine, okay, der Creme Fraiche schmeckt nicht mehr total nach Milch und Käse, sondern hat einfach jetzt den richtigen Geschmack, dann vermische ich das alles. Und schmeckst dann nochmal ab und wenn es dann in Ordnung ist, dann gebe ich die Nudeln dazu, mische das einmal alles durch, gebe es auf den Teller und dann kommt noch Parmesan drauf und das war's. So, und als ich jetzt mit den ganzen Gewürzen fertig gewesen bin, habe ich das einfach dann beides miteinander vermengt. Die Nudeln dazu einmal hier durchmischen und das war's. Dann kann man es schon anrichten. Parmesan drüber schmeckt noch sehr, sehr gut und dann würde ich sagen, guten Appetit! So sieht das jetzt aus. Richtig, richtig, richtig lecker. Das lassen wir uns jetzt mal schmecken. Guten Appetit.
So, ich habe es mittlerweile in die Badewanne geschafft. Ich liege auch schon eine ganze Zeit lang drinne. Ich bin aber nebenbei am Arbeiten, am Video schneiden, cutten. Es speichert gerade ab. Ich werde es gleich hochladen und dann kommt es auf jeden Fall heute noch online. Denn heute ist noch kein Vlog online gekommen und wir haben schon fast 5 Uhr. Deswegen habe ich es mal mit in die Badewanne genommen. Aber ich lasse es mir trotzdem hier ein bisschen gut gehen und ja, genieße die Zeit trotzdem. Trotz Arbeit, es geht beides in Kombination bei mir.